Hallo und willkommen zum heutigen Aquarian Sky, wieder mit dem Martin. Doch. Was? Ja, egal. So. Ja. Ich hab eine Axt. Verdammte Axt. Hä? Der große ja. Lust, diese verfickten Hühner zu schlachten. Ich habe auf jeden Fall in der Zwischenpause, wo jetzt da kurz weg warst, habe ich noch schnell das Nickel mal klein gemacht und das Ferrous rausgeholt, weil das hab ich habe vorhin das Nickel gemacht und habe dann das Nickel dann im Inventar gelassen, weil ich schwer abgelenkt war mit irgendwas anderem. Soll ich die Glühbäume schon mal stutzen oder? Was heißt stutzen? Du musst halt fällen. Halt fällen und dann das Laub runterholen und so weiter. Ja, kannst du machen. Jetzt dann. So, weil ich bastle jetzt momentan. Ja, aber genau, ich brauche E-Gummi. Ich brauche E-Gummi. Alles ist gut, da braucht man nämlich keinen Extrakt oder so eine Scheiße. Ja, musst halt einfach fällen und dann diese Tropfen haust halt dann einfach in den Ofen rein und dann kriegst du dein Gummi raus. Dann hoffen, dass man jetzt noch als Saat dafür kriegt. Ja, kriegst du auf jeden Fall raus. Du kriegst ja so oder so da Ding raus, wie heißt's, Saplings oben. So, das Gold haben wir auch schon mal gemacht. Invar haben wir dann jetzt auch. Ich brauche nicht bloß 3, ich habe sogar 6. Sehr schön. So. Und dann das gleich mal zwischenbungern. Hiervon brauche ich auch 3. Und zweimal dich. Dann brauchen wir den. Dann mache ich mal die Axt raus. Ich brauche eigentlich nur noch das Plastik von dir. Brauchst du Plastik? Ja, halt das Gummi. Aus dem Gummi mache ich ja Plastik. Moment, komm gleich, komm her. So. Ach genau, die Scheren brauche ich noch. Brauchen wir zweimal Ison. Natürlich keins mehr am Start. Zumindest kein fertiges. Aluminium brauchen wir nicht. Kupfer brauchen wir nicht. Ja, sind gerade mal 4 Stück drin. Aber hier drüben sind garantiert welche drin. Zack. Ison. Oh ja, 41. Ja, läuft ja mittlerweile richtig gut mit den Dingern. Kann man da nicht auch nochmal irgendwas draus craften? Nee. Das wär's ja gewesen. Und hat sich multipliziert, ne? Ja, definitiv. So, 18 Gummi für dich, Junge. Oh, ideal. Also bei dem Wirbelhusten würde ich aber wirklich mal zum Doktor gehen. Naja, was halt mal. Mach mal hier, ich habe hier was. Oh, durch die durchgeschmissen. What the fuck? Ich habe ein Ei nach dir geschmissen. So, warte mal, jetzt bin ich gerade am überlegen. Was wird es denn für Pipes geben? Pneumatics gibt's hier nicht. Verdammt. Keine Pneumatic Cubes, das ist ja scheiße. Hä? Hier gibt's doch keine Buildcraft Pipes. Nein! Ja, also, habt ihr auch keine Pipes? Ja doch, da müssen wir halt die, ach Gott, wie heißen die jetzt? Die hießen irgendwie Duct oder so. Ja. Okay, dann müssen wir mit denen arbeiten. Item. Ruhe. Wie heißen die Duct? Ja, D-U-C-T. Item Duct. Dafür brauchen wir Hardened Glass. Dafür brauchen wir Pulverized Obsidian. Ja, Happy Birthday, Junge. D-U-C-E-T. Ja, halt Duct. Item Duct. Scheiße. Duct.
Duct. Ne, wir brauchen Item Duct. Tin, Hardened Glass. Ja, das Tin ist kein Problem. Pulverized. Now. Klar. Das ist doch blöd. Die Duft wäre natürlich einfacher, ne? Ja. Uff. So, Lava Fabricator. Es gibt aber auch eine Item Duft, die du nur mit Zinn und Lead bauen kannst. Die, genau. Was? So. Hier, Item Duft Opakur. Also das ist halt die, wo du die, den Inhalt nicht siehst. Die andere ist halt, wo du den Inhalt siehst. Ach scheiß drauf, wir brauchen den Inhalt nicht. Also Zinn und Lead. Also ich brauche den Inhalt eigentlich nicht sehen. Deswegen ist es egal. Er flieht, stirbt, Hühnchen auf der Flucht, Hühnchen auf der Flucht. Ne, also ich brauche den Inhalt von dem Zeug nicht sehen, das ist mir eigentlich Rille. Natürlich so gefühlt. Reicht zu stören. Also was war das Lied und Zinn? Ein Riech. Komm her, komm her. Lied und Zinn. Zinn, Zinn, Zinn. Silber, Platinium, Kupfer. Gold, Aluminium? Hä, wo ist jetzt hin? Silber? Ach da. Na gut. Ja, aber die Item Ducks, die brauchen wir auf jeden Fall. Weil wir müssen ja... Jetzt, gebrannte Eisen für dich. Das ganze Zeug auch ein bisschen... bisschen ja, abtransportieren. Gebrannte Eisen. Ja, hättest du auch in die Ding packen können. So. Das andere ist für dich, das andere Hühnchen. Ja, ich will kein Hühnchen, das Ganze. Komm denn selber aus dem Scheiß. Zicke. Ich trinke Karottensaft. Viel gesünder. Ein Karottensaft. So, warte mal, jetzt kann ich ja eigentlich rein theoretisch. Warte mal. Das Gummi habe ich jetzt gerade rausgenommen. Aber, was? Elorium. Was, Elorium? Yellow, also Yellow, Yellowium. Achso, Yellowium. Was ist das? Oh no, auf jeden Fall gibt's ja kein Uran. Hätte Uranium, ja, aber kein Uran an sich. Assi. Aber es gibt Plutonium, Junge. Für bigger reactors. Junge. Aua! Entschuldigung. Spons. Entschuldigung. Scheiße. Das war keine Absicht. Das Plutonium weiß kein Schwein. Hä? Plutonium, wie machst du das? Wir haben Reaktor Creative Coolant Port. Ja. Das wird dann schon. Eben erstmal locker bleiben. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Plastik hier. Weil Plastik brauchen wir immer massig. Plastik. Brauchen wir Steel Ingot, Graphit Bar, Steel, Netherquarz und Cyanid Ingot. Cyanid? Cyanid Repressor, der ist recht einfach zu bauen. So. Zack, zack und. Was fehlt mir jetzt da noch? Ach verdammt, die Scheren. Zack, 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 zack. So. Okay.
Dann hätten wir jetzt unseren bitte? Harvester. Harvester. Wollt ihr Wurmkaufe? Wurmkaufe. Also Wurm. So, jetzt bin ich bloß am überlegen. Wo bauen wir denn unsere automatische Farm hin? Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir genug Platz haben. Dann können wir eigentlich hier einen Hauswärts bauen, oder? Ja, warum nicht? Brauchen wir auf jeden Fall erstmal Baumaterialien. Ja, brauchen wir da hier oben. Brauchen wir da ganz viel Erde. Was abernten? Achso, ja. Da brauchen wir da ganz viel Erde. Erde. So, pass auf, jetzt brauchen wir erstmal Baumaterial. Erstmal mache ich mir jetzt ein paar Pipes. Piepse. Mal das war in der Mitte und das war links und rechts. So, 18 Stück haben wir schon mal. Ja, aber im Endeffekt ist mir das eigentlich wurscht, ob da jetzt, ob du da jetzt die Sachen drin siehst oder nicht. Gibt's denn dafür auch Filter? Filter. So, ich habe 11 Wheat, 21 Lettuce, Seeds habe ich Haufen, Carrots Haufen, Potato. Potato. Oh ja, das ist ein Wunder. Bilde wird durch die Gegend. Stahl, Film oder... Willst du irgendwas craften? Bitte? Willst du in der Zeit, wo ich draußen baue, ein bisschen was craften? Craften? So, craft mal einen Planter. Was denn? Frame Piston. Einmal Plastic Sheets. Ja, Plastic Sheets habe ich dir schon zugeschmissen. Okay. Ja, müsste ich ihn kriegen. Weil dann baue ich jetzt nämlich draußen schon mal die Grundfläche. Was ist denn dabei? Ja. Die Grundfläche für die Farm. So, aber der hat automatisch 3x3. Automatisch 3x3. Dann haben wir noch Leben oder sowas? Nee, du musst dir halt, nimm dir halt hinten aus der Kiste, nimmst du dir halt Gravel raus, machst aus dem Gravel machst du Sand. Ja, und dann das. Und dann machst du das und dann machst du, schmeißt du in eine Barrel, wo Wasser drin ist. Eimer? Nimm einfach eine Barrel hier draußen. Die sind alle voll. Okay. Die sind alle voll. So. Das wird eine geile Farm. Mach den Clay klein. Was? Mach den Clay klein. Gut machen, ne? Ja, halt einfach nochmal kaputt geschlagen, ja. Warum machst du das wegen dem Flowerpot? Wir haben irgendwo noch einen. Weil ich habe nämlich irgendwo mal aus Versehen einen Flowerpot gemacht. So. Zack. Aber muss ich dann auch wieder diese scheiß Upgrades und sowas bauen, Alter. Aber egal, was muss, das muss. Und zack. So, ich habe natürlich viel zu wenig Holz mitgenommen. So, pass auf. Wie machst du Stahl? Einfach nochmal Eisen brennen oder was? Eisen einfach nochmal brennen, normalerweise. Upgrade.
Upgrade. Speed Upgrade braucht man nicht. Das da, Upgrade Copper, Upgrade Bronze, Upgrade Silver. Können wir eigentlich machen, genau. Plastik. Ja, das ist kein Problem. Okay. Okay, also Silber hat 6. Das heißt, er hat dann 3, hat er selber 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt hätte ich die nächsten Bauen dabei, Alter. Hier ein Glasblock. Zack. Okay, dann kommt er dahin. Weil ich muss jetzt irgendwie gleich ein bisschen planen, dass wir jetzt hier die richtige Größe auch haben. So. Auch Eisen. Du musst halt was machen. Hier hinten ist doch, müsste doch... Hier müsste eigentlich genug Eisen drin sein. Also halt genug in Anführungszeichen. Ich habe noch 7 einstecken. Falls dir das was bringt. Nein, nee, geht nicht. Warum Stahl, Junge? Ja, guck einfach ins Rezept rein. Einfach ins Rezept schauen. Auch entweder ein Ingot Caster oder ein Liquid Table Caster. Es ging auch irgendwie anders. Ingot. Für durch Nuggets, Ingot Caster. Für was brauchst du eigentlich Stahl? Frame oder nicht? Für was? Junge, auch Stahl für die gewöhn dir doch einfach mal an, auch mal die anderen Rezepte unten drunter durchzugucken. Oh. Du kannst das sogar noch mit Aluminium machen. Ja, ich sehe es gerade. Ja, ja. Nicht immer die obersten nehmen. Junge, die obersten sind meistens die teuersten. Wie im Regal im Laden. Immer das, was man zuerst sieht, das ist auch am teuersten. Ich wollte gerade sagen, hey, für was brauchst du jetzt Stahl? Weil ich hab dann nämlich keinen Stahl gesehen. So, ja, ich kann nicht bauen gehen, ich brauche Holz. Holz. Alter, wir haben enorme Holzknappheit. Mit? Ah, ja, genau, ist mir Holz daher gesetzt. Hier, wir haben so. Diesen Haufen Holz. Oakwood. Ja, ich brauche Oak, ja, wenn dann Oak. Weil ich baue draußen mit Oak. So, okay, dann haben wir jetzt von hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9. Die Farm zäune ich dann aber auch ein, ne? Vorsichtshalber. So, und jetzt brauchen wir dann quasi 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt dann quasi das Ding hin. Der Blender. Ah, hier war mal jetzt 9, der hat jetzt 12. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt dann der Blender hin. 1, 2. Die wird aber riesig, ne, die Farm. 3, 4, bist du da? Hä? Weil Dick sagst, 5, 6. Und konzentriert bin ich gerade. Ja, muss ja auch, deswegen kann man das trotzdem reden. Ich konzentriere mich auch, ich baue hier am Abgrund, Junge. Noch nix. Das geht schon. Bald. So, ich bin nochmal 2 Screenchen AFK und nach meinen Chicken Wings gucken. Ja, geht nicht anders, muss sein.
Gut. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Haben wir zumindest schon mal das Grundgerüst stehen. So, hier unten laufen dann die Pipes lang. So, ach, diese Strompipes brauchen wir ja auch noch. Das Ding muss ich auch noch mit Strom versorgen. So, hier noch eine Reihe. So, schaut, wo das passen. So, okay, dann laufen jetzt hier die Dinger lang. Strom brauchen wir ja auch noch. Duckt. Aber hier sind dann die anderen wieder. Ich vergesse den Namen immer wieder. Aber egal, das schaue ich eine Aufnahmepause. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen positiven Kommentar da. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Au.